Nächste große Thema, Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Den richtigen Charakter, würde ich sagen. Der bringt bei Kunden was, was Folgeaufträge betrifft, was Empfehlungen betrifft, und der bringt auch was im Dialog mit Menschen. Allgemein sollte man sich mit Menschen jeder Art unterhalten. Networking, Face-to-Face-Marketing im entferntesten, das ist das Wichtigste. Und ich bin niemand, der sagt, Social Media bringt nichts, und ich bin auch niemand, der sagt, boah, Instagram, Facebook ausschließlich. Es gibt die und es gibt die Leute. Ich habe auch Facebook und Instagram, und da kommen durch. Warte mal eine Sekunde. Ich drücke mal wieder auf Record, das ist gerade ausgegangen. Da kommen durchaus ja, Aufträge rein, allerdings jetzt nie die großen Cash-Cows, also zumindest bei uns nicht. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, habe ich eher so die Erfahrung, dass wesentlich mehr im Bereich Empfehlungen und im Bereich Networking, ich habe die Person mal kennengelernt, oder auch im entferntesten Kaltakquise geht. Also online machen, nicht vernachlässigen, nebenher laufen lassen. Man sollte nicht den Großteil seiner Zeit, den man sowieso meistens nicht mit Filmen verbringt, irgendwie auf Facebook und Instagram rumdaddeln. Da ist auch viel verschwendete Zeit dabei, aber man sollte es auch nicht vernachlässigen. Sehr cool. Super. Vielen Dank. Zielgruppe haben wir gerade schon angesprochen. Kundengespräch hast du gesagt, du hast dir ein Skript geschrieben. Das heißt, du hast dich mal einen konzentrierten Abend, denke ich mal, hingesetzt und hast dir genau aufgeschrieben, so, was will der Kunde eigentlich, wenn anhand deiner Zielgruppendefinition, was stellt er mir für Fragen, was kann ich dem darauf antworten? Ich denke mal sowas, oder? Also es gibt ja auch viele, die sagen, egal was du für, also ist meine Erfahrung, egal was du für einen Preis raushaust, ist immer Gegensturm, oh nee, das ist aber teuer, können wir da nicht was machen? Ist doch bei dir auch so, oder? Meistens, also meistens. Man darf es nicht sagen, ich hatte schon mal die Situation, da habe ich einen Preis genannt, habe gemeint, ja, also bis so und so viel könnten wir gehen. Ich so, okay, dann gehen wir halt bis dahin. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo die Gelder herkommen. Also wenn du einen Kunden hast, der fürs Geld verantwortlich ist, dann meistens weniger, weil der kann seinem Chef gegenüber das entsprechend verkaufen, oh, ich habe den noch runtergehandelt, oder hey, wir haben das Geld nicht, wir haben da eingespart und so weiter. Wenn die Gelder aber extern, sage ich mal, kommen von einer anderen Abteilung oder einfach für gewisse Maßnahmen zugeteilt werden, dann ist das ein bisschen entspannter. Also das kommt durchaus auch vor. Also das ist jetzt nicht die Regel. Es ist eher so ein Fünftel, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, kann man sagen. Kundengespräch. Also du hast jetzt du nimmst ja den Zettel nicht mit zum Kundengespräch, oder? Also das machst Nee, du nur es ist telefonisch. Übung. Ja, nein. Also ich bin ein Freund von persönlichen Treffen, wenn das möglich ist. Telefonisch passiert da natürlich viel, ja. Und ansonsten. Also ich habe es einfach inzwischen drin. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Kundengespräche inzwischen geführt. So und so viel erfolgreiche, so und so viel unerfolgreiche. Und am Anfang ist es natürlich ein bisschen, weiß gar nicht, ob ich einen Zettel dabei hatte. Also am Anfang weiß ich gar nicht, ich habe mir einfach vermutlich Notizen gemacht und darunter dann irgendwie versteckt, dass ich irgendwie auch mir Fragen aufgeschrieben habe. Aber inzwischen ist das so ein komplett logisch, was ich wissen muss und was ich nicht wissen muss. Und da ergibt sich auch viel, weil so eine Liste abarbeiten ist schwierig. Du merkst meiner Ansicht nach im Gespräch, also viele Sachen sagt dir der Kunde oder eben auch nicht, und dann merkst du ziemlich schnell, in welche Richtung du vorgehen musst. Und dann stößt du entweder auf Hürden oder ja auf Faktoren, die das Ganze für dich leichter machen, und dann ergibt sich so der Rest. Und wenn das Kundengespräch erfolgreich ist oder der Auftrag zustande kommt, dann hat man ja noch mehr Möglichkeiten, nochmal im Nachhinein entsprechende Details rauszuholen. Es muss ja nicht alles auf einmal passieren. Du willst ja auch den Kunden nicht mit dem Fragenkatalog irgendwie ja, überrumpeln, das kommt ja auch nicht so gut. Ja, cool. Hast du denn irgendwelche Tipps für Kollegen, die jetzt Kundengespräche haben und die haben nicht so die Erfahrung? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das klappt eigentlich ganz gut? Offen und ehrlich sein und authentisch sein. Also, ich würde lieber sagen, passen Sie auf, Sie wollen jetzt gerade einen Wohnwagen anzünden und irgendwie, nee, auf einer Autobahn einen Wohnwagen sich überschlagen lassen, und der muss am Ende brennen. Haben wir noch nicht gemacht, aber kriegen wir hin. Würde ich jetzt lieber sagen, ach ja, gar kein Problem, und haben wir schon dreimal gemacht, und alles easy. Also, ich würde immer auf Ehrlichkeit setzen, in jeder Hinsicht, definitiv. Das ist am Ende authentisch. Filme sollten ja auch authentisch sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort, finde ich. Und schon vorbereiten. Also ich bin niemand, der sich, wenn ein Kunde einem 50 Seiten Briefing schickt, die sich durchliest, das ist Bullshit. Ja, man sollte wissen, mit wem. Ja, ist einfach so. Also Ja, man ist so, sollte wissen, ja. mit wem man redet, und man sollte sich ein bisschen anschauen, was es gibt, was der wollen könnte. Und ich finde, mit das Wichtigste ist eine spontane die Möglichkeit, spontan zu reagieren und zu wissen, wovon er redet, und Beispiele liefern zu können. Und das
schaffe ich, indem ich mir sehr, sehr viel Videos über Vimeo, über Horizont, Marketingseite, finde man auf Facebook, auch Magazin oder auch W&V, Werben und Verkaufen, auch auf Facebook findbar, mir die Videos anschaue von aktuellen Kampagnen, was eben rauskommt. Das sind so pro Tag im Durchschnitt vielleicht zwei, drei. Und irgendwann, so nach ein, zwei Jahren, bist du an dem Punkt, wo du zu fast jedem Thema ein Beispielvideo hast. Oder zumindest die Person X hat es so gemacht, Person Y hat es so gemacht, und dadurch kannst du selber relativ entspannt über das Thema reden, weißt, was möglich ist, weißt, was vielleicht gut läuft, und du hast einfach viel, viel Hintergrundwissen, weil alles neu zu erfinden, das ist anstrengend, das ist zeitaufwendig, das ist stressig, das ist schwierig. Du musst einfach wissen, was geht. Du brauchst ganz, ganz großes Lexikon im Kopf, glaube ich. Und das nimmt einem schon mal viel Druck ab, weil man über gewisse Dinge gar nicht nachdenken muss. Die hat man einfach zur Verfügung. Also das ist meiner Ansicht nach, es ist natürlich auch in der Pre-Production in jeder Hinsicht sinnvoll, wenn du ein Moodboard erstellst und dann Kameramann sagen kannst, pass auf, die da haben das ähnlich gemacht, so ähnlich soll es aussehen, und hier ist es cool geschnitten und da passt die Musik, und das Ganze kombiniere ich dann irgendwie. Also das ist schon, ich glaube, das nimmt einem sehr, sehr viel Stress ab, und das lässt einen auch sehr kompetent wirken. Also wäre man ja dann auch, wenn man einfach da ein großes Hintergrundwissen an den Tag legen kann. Das stimmt, ja. Vor allem, du kannst ja natürlich auch, wenn du sagst, du machst Facebook-Anzeigen selber, kannst du natürlich auch sagen, hör mal zu, mit dem Video haben wir so und so viel Views erreicht, mit dem Video haben wir so und so Views erreicht. Also weiß ich, wenn wir das so machen, funktioniert es besser. Genau, ja. Ist ja auch was, wo du mit Punkt. Dass ich weiß nicht, ob du es weißt, ich mache ja Hochzeitsvideos, und ich habe das auch mal getestet mit Facebook, und ich habe dann wirklich festgestellt, dass wenn ich am Anfang eine Animation mache, wird das Video länger und öfter geguckt, als wenn ich am Anfang, was viele machen, Okay. einfach ein bisschen Wald und Drohnenaufnahmen, sieht es schon geil aus. Aber wenn mit der Drohnenaufnahme noch eine Animation mit dem Namen kommt, wird das Video viel öfter geguckt. Krass, okay. Also der Vergleich war, glaube ich, also ich habe es zeitgleich gestartet. Ich glaube, von 25.000 Views zu 38.000 Views. Das finde ich schon einen Unterschied. Ja, Also auf jeden Fall. schon. Das war interessant, ja. Das ist wirklich, wirklich cool Ja. gewesen, ja. Ja, es geht halt viel über Testen. Also das weiß auch nicht alles und kann nicht alles nachschlagen. Manche Sachen musst du einfach ausprobieren, weil jeder von uns macht sein eigenes Ding auf seine eigene Art und Weise, und da muss man halt für sich rausfinden, was funktioniert und was nicht. Ja. Das stimmt, ja. Jetzt mal eine ganz fiese, miese Frage. Ja. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also du hast ja deine Kollegen Ja. mit im Boot und sagst ja, ein Auto, wenn du ein Auto willst, dann das, aber rechnest du mit Tagessätzen Ja. und wie viele Mitarbeiter du dann rumspringen hast Klar. und was für ein Equipment, oder wie machst du das? Also ich bin da auch offen, das ist auch eine Kalkulation, die ich meinen Kunden immer so weiterschicke, deswegen ist es eigentlich alles entspannt. Ich habe so eine zweieinhalb, dreiseitige Excel, ich mache so in Open Office diese eine Datei, so eine Excel-Liste nenne ich es jetzt einfach mal. Das geht von Pre-Production über Production und Post-Production zu Equipment und Allgemeinkosten mit entsprechenden Zwischensummen und Gesamtsummen. Und in der Pre-Production, ich zähle einfach so ein paar Sachen aus dem Kopf auf, sind so Dinge wie Konzeption, Projektleitung, Projektcontrolling, Storyboard, etc. Ja. Rechteklärung meinetwegen in der Produktion, Production sind Kameramann, Beleuchter, Bit, Setfahrer, Schauspieler, was alles so dazugehört. Postproduktion, Schnitt, Grading, Tonschnitt, Musikrechte, Sprecher, bla bla bla. Equipment-Miete verrechne ich auch wenn wir das meiste Equipment, das wir immer dabei haben, selber besitzen. Also muss ich auch irgendwie wieder refinanzieren. Und dann noch Allgemeinkosten, Datensicherung, Verpflegung, Übernachtungen, Fahrtkosten, etc. Und aus dem ergibt sich ein Gesamtpreis. Jetzt ist es allerdings so, dass man, also klar, da, wenn ich Kameramann sage, ich buche den einen Tag, dann ist der mit einem Tagessatz dort verrechnet. Jetzt ich nehme jetzt einfach mal Zahlen, die schön rund sind. Nehmen wir mal an, der Kameramann kriegt am Tag 500 Euro und ich stelle dem Kunden für diesen Kameramann 500 Euro pro Tag in Rechnung, dann wäre das relativ unklug, weil ich daran A nichts verdiene und B sowas wie KSK, die ich für den Kameramann, den ich buche, zahlen müsste, die 5,4% oder was auch immer es in dem Jahr ist, auch nicht mit drin habe. Das heißt, ich verkaufe den Kameramann dann zum Beispiel für 750 Euro. Damit decke ich Kosten, die entstehen, und ich schaffe mir eine kleine Marge, ohne irgendwo einen Punkt Gewinn einzuführen, weil das wäre ja auch nicht so cool. Und dadurch, dass ich praktisch bei jedem Punkt also sämtliche laufende Kosten, die irgendwo anfallen, sei es jetzt Stromrechnung, Miete, Versicherungen, was wir alles haben, und eben auch den Gewinn, den ja jedes Unternehmen braucht, mit einkalkuliert, eben zu einem kleinen Anteil, ergibt sich daraus praktisch der Gesamtgewinn. Und ohne groß das irgendwo zu kennzeichnen, sondern das mehr oder weniger versteckt. Und deswegen machen wir auch solche Sachen wie kostenlose Fahrt, also keine Fahrtkosten deutschlandweit. Das klingt jetzt erstmal krass und ey, du berechnest keine Fahrtkosten. Nee, tue ich nicht. Aber die sind halt schon irgendwie versteckt, weil natürlich wirklich schenken kannst du es nicht, das ist Geld, das du verdienen musst. Und das ergibt sich dann eben aus diesen
ja, i-Tüpfelchen aus den einzelnen Posten raus. Aber es macht ja Sinn, weil es lockt natürlich auch so. Hey, keine Ja, Fahrtkosten ist natürlich genau. cool. Und du musst ja immer bei jedem ein bisschen rumdrucksen mit dem Preis und musst das auch irgendwie rechtfertigen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, ob ich zu viel mit auf die Rechnung klatsche oder zu wenig mit auf die Rechnung klatsche, weil das wirkt dann auch irgendwann unauthentisch, wenn das zu viel wird, wo dann denkst du, ja, boah, das brauche ich das wirklich alles, brauche ich. Und Leute, das Problem ist ja, die ein Video beauftragen, die haben ja gar keine Ahnung, was das für eine Arbeit ist. Die sehen dann wunderbare Clips auf YouTube, im Internet, im Ja. Fernsehen und denken sich, ja, das wird ja nicht so viel Arbeit sein. Und das ist natürlich dann auch, glaube ich, die Schwierigkeit, denen zu erklären, was da eigentlich für Arbeit hintersteckt, oder? Ja, absolut. Also das fängt natürlich irgendwo beim Equipment an. Ich will gar nicht wissen, wie viel hier rumsteht in Euro, was natürlich gekauft wurde, aber irgendwo sich amortisieren muss, definitiv. Ja. Und am Ende, wenn man da 10 Leute bucht für einen Dreh, die wollen alle ihr Brot verdienen, da gehört die Pre-Production, die Post-Production dazu, und ich bin jetzt nicht die Person, die anfängt, wenn ich irgendwie zum Kunden hinfahre, diese Stunde als Arbeitszeit zu verrechnen. Das definitiv nicht. Aber jeder, also für die einzelnen Freelancer, die stellen mir ihre Rechnung, ich meine, die werden auch wissen, was sie tun, das ist mal ein anderes Brot. Aber jetzt als Produktionsfirma, du hast die Versicherung, Strom, Wasser, Büro, Internet, und das zahlt sich auch nicht von selber. Das heißt, die Projekte müssen nicht nur sich selbst finanzieren, die müssen nicht nur Gewinn abwerfen, weil das ist nochmal was ganz anderes. Die müssen dafür sorgen, dass sämtliche Kosten, die anfallen, das Jahr über, inklusive neuer Investitionen, inklusive Rücklagen, erstmal komplett gedeckt sind, und dann kommt der Gewinn. Und das ist so ein bisschen auch leichtes kaufmännisches Denken, was, glaube ich, vielen fehlt. Nur weil ein Film, wenn ich einen Film für 2000 Euro in Rechnung stelle und ich habe Ausgaben von 1000 Euro, boah, geil, und das mache ich jetzt 10 Mal und davon kann ich leben. Nee, so eben funktioniert es nicht. Es ist halt leider auch ein Wissen, wie viele Ausgaben man tatsächlich hat und wie viele Einnahmen man braucht. Und nur weil ein Projekt an sich eine positive Bilanz hat, heißt es gar nichts. Und nur weil ein Projekt an sich eine negative Bilanz hat, heißt es auch gar nichts. Das heißt, im Gastronomiegewerbe macht man das Ganze ja am Faktor 4, also mal 4. Wie machst du das dann im Business? Machst du dann einfach, du hast jetzt vorhin gesagt, ich schlag noch 250 Euro drauf bei dem Kameramann. Machst du dann bei jedem nochmal die Hälfte nochmal drauf Nee, oder? also das ist vorhin das Zahlenbeispiel war natürlich auch, also waren Spaßzahlen, sage ich mal. Das hängt davon ab. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht, wenn du, nehmen wir mal an, du hast einen Z-Runner, was meistens Studenten sind, die Bock auf Drehs haben, die schon irgendwie entsprechend entlohnt werden, aber die werden jetzt keine 200, 300 € für einen Drehtag bekommen, ohne Erfahrung am Set zu haben, logisch. Sowas ist proportional vielleicht etwas mehr, was hängen bleibt. Wenn du einen Kameramann hast, den man, sagen wir, für 1000 Euro buchst und dann nur 1100 Euro dann praktisch hinschreibst, das wird auch nicht passen. Also es ist immer so ein bisschen in Relation zu dem Preis, also der Betrag, der tatsächlich anfällt. Also wenn jemand, den du für 300 Euro buchst, den kannst du für 450 Euro verkaufen. Jemand, den du für 450 Euro verkaufst, würde ich jetzt nicht für 900 verkaufen. Naja, macht schon Sinn, dass Ja. das auch, dass es auch absehbar ist, was ist dahinter, ja. Da kannst du natürlich dann auch, also ich bin niemand, der, würde ich auch niemandem empfehlen, der über die Jahre hin die Preise von Dingen ändert. Wenn du gleichen Kunden nochmal hast oder über Empfehlungen, das ist komisch. Du kannst ja, also ich würde jetzt nicht die Preise anpassen auf den Kunden, aber den Gesamtbetrag musst du natürlich irgendwie anpassen. Und da kannst du meiner Ansicht nach viel steuern über die Sachen, die jetzt firmeninterne Eigenleistungen sind, wie zum Beispiel Pre-Production. Also ob ich jetzt 20 Tage Projektmanagement für mich dafür berechne oder 5, ist erstmal was, was mich betrifft, weil es meine Arbeitszeit ist. Also man sollte nicht umsonst arbeiten, nur weil sie einen nichts kostet, die Zeit, aber das ist eine gute Stellschraube. Wenn man Auftrag will, dann kann man daran drehen. Und theoretisch, wenn man das eigene Equipment weitervermietet, dann ist es auch nicht direkt ein Verlust, wenn man bei 5 Drehtagen es nur 4 in Rechnung stellt zum Beispiel. Und das ist auch was, das kann man dem Kunden auch sagen. Passen Sie auf, wir brauchen einen Drehtag mehr. Das kostet 3000 Euro extra. Ich schenke Ihnen allerdings die Equipment wieder für den Drehtag. Und das ist meistens was, was auch zieht. Also ich meine, das ist logisch. Und da kann man so ein bisschen entgegenkommen und flexibel sein dann, ohne die Preise zu ändern. Ja, ist doch cool. Aber ist doch cool, dass du dann auch. Aber du sagst dann im Vorgespräch, hör mal zu, das kann auch doch länger dauern, wahrscheinlich, oder? Nee, also im Vorgespräch weiß ich das meistens noch nicht, weil das Konzept noch nicht steht. Und wenn das Konzept steht, dann, sage ich mal, sollte das entsprechend geplant sein. Aber es gibt so Situationen, wenn zum Beispiel zwischendrin noch eine angebrachte Änderung kommt, wie wir wollen die gleiche Szene nochmal bei Schnee. Ja, kann ja sein. Dann ja, ist es nochmal ein Tag mehr, logisch, denkt sich der Kunde oder halt auch nicht, und das kostet ja entsprechend so und so viel. Und wenn ich diese Idee geil finde und angebracht ist oder der Kunde die unbedingt will, dann muss man, wenn das Budget nicht 100% dafür da ist, einen Kompromiss finden. Also das ist, oder hey, wir müssen irgendwie eine krasse 3D-Animation noch einbringen und so weiter. Also das ist jetzt ganz, ganz allgemein, das hängt immer davon ab. Also im Normalfall sollte es nicht passieren, dass man im Nachhinein an der ursprünglichen Kalkulation was ändern muss. Außer der Kunde grätscht irgendwie rein, und alles andere ist meiner Ansicht nach ein Projektmanagementfehler.
Marketing. Ich glaube, wir haben soweit alles besprochen. Ich finde es mega interessant, weil du hast voll die Ahnung von Marketing, was die meisten leider nicht haben. Gerade was ich schwierig finde oder was mich auch immer sehr extrem interessiert, ist das Marketing. Hast du im Studium auch gelernt, dass man diesen verschiedenen Typen, Arten, also wo zum Beispiel der eine, ah, es gibt verschiedene Modelle, die das dann zeigen. Der eine ist mehr so der typische Versicherungskaufmann. Der ist nur auf Profit aus, der will sich selber darstellen und ist selbstverliebt. Dann gibt es Leute, die wollen eher helfen. Leute, die wollen Party machen. Gehst du da auch an diesem Gespräch damit dran, dass du dann herausfindest, was ist das für ein Typ oder? Also jetzt nicht so stark analytisch, würde ich sagen. So ein bisschen Menschenkenntnis oder Gefühl gehört natürlich dazu und dann kann man seinem Gegenüber besser begegnen. Da gehört auch ganz, ganz viel Zwischenmenschliches, das ist gar nichts mit Film oder Marketing eigentlich zu tun hat, mit rein. Also auch so Sachen wie Menschen mit ihrem Namen anzusprechen, regelmäßig, Sven, ne? Ja, danke, Ja, Alex, und ja, danke und vor allem den dafür. Namen am Ende auch nochmal zu wiederholen oder eine ähnliche Körperhaltung einzunehmen wie es gegenüber. Das sind alles so Dinge, die hat man schon mal irgendwo gehört. Sich ein bisschen anzupassen und zu merken, was für eine Art Mensch ist das und wie kann ich mich, kommen wir auf eine Wellenlänge, kann ich mich ein bisschen anpassen oder eben auch nicht, das kann ja auch vorkommen. Das ist schon wichtig, aber das ist jetzt eher was, was ich mir, also da bin ich kein Experte drin, muss ich auch sagen. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich versuche zu machen, eher unterbewusst das Ganze dann. Also in dem Moment, glaube ich, in dem man darauf achten müsste, kann das ziemlich schnell aufgesetzt werden. Es muss schon authentisch sein. Ja, Auf eine sympathische, offene Art. das stimmt schon. Das ist, also Authentizität ist sowieso das, was immer mehr kommt, finde ich, was immer wichtiger ist. Und ja, das bringt einfach im Endeffekt auch sowieso viel mehr. Und das, ja, mega cool. Ich könnte mich noch wirklich stundenlang mit dir allein schon über das Thema Marketing unterhalten. Und was ich noch cool finde, was ich gerne noch weitergeben möchte, was ich bei dir gefunden habe, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, wer du bist, was du machst. Und auf deiner Seite habe ich einen Artikel gefunden über Color Grading. Du hast ganz super geile Tutorials gemacht über Color Grading, natürlich mit DaVinci, mit dem super Color Grading-Programm schlechthin. Ich würde das gerne noch mit verlinken, was du da gemacht hast, Ja, weil ich gerne, finde klar. find diese Informationen, die du da raus hast, die sind einfach Hammer. Und ja, kommt einfach unten mit in den Podcast, in den Link rein, dann könnt ihr euch das angucken. Das ist wirklich richtig, richtig geiler Content, was Color Grading angeht. Ich habe mich selber damals weitergebildet mit einer Lern-DVD oder Lern, ja doch, Lern-DVD mit Color Grading und da war das auch super geil erklärt, genau wie du das gemacht hast. Was ist das überhaupt? Auf was muss ich achten? Du hast es vorhin angerissen mit Gamma-Bereichen und wo ist das Spektrum und so. Ich mache gerade jetzt mit einem ganz lieben, netten Kollegen noch so einen Workshop im Hintergrund, deswegen die Podcasts kommen ein bisschen zu kurz momentan. Wie bringt man einen Film quasi ins Kino? Und das ist, hätte ich nie gedacht, dass das so sau schwierig ist, dass man, dass der Kinoprojektor das abspielt, dass der so rumzickt und dass man dieses DCP da erstellen muss und er bringt mir das gerade bei. Wir nehmen das Ganze auf und laden das dann als Workshop hoch. Cool. Das ist auch, kann ich dir gerne mal zeigen, das ist, also, es dauert noch. Der Plan ist noch, es dauert noch zwei, Das drei sowas Monate. frisst viel Zeit. Also auch das mit den, was du jetzt praktisch machst mit dem Podcast, vor allem noch mit Videos, hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, wir machen nur Ton sozusagen. Ich kenne es ja von den Tutorials, auch wenn es nicht annähernd so umfangreich ist, weil jetzt setzt du dich hin, Screen Recording, Mikrofon an. Alle, die das noch nicht gemacht haben, macht mal zwei, drei Episoden von irgendwas und ihr merkt das. Also das ist echt eine sehr, sehr aufwendige Sache und eigentlich kann man jedem nur dankbar sein, der das tut. Also finde ich zumindest, weil es für mich auch immer eine interessante Quelle ist, entweder Sachen zu lernen oder eben sich nebenbei anzuhören über Podcasts. Ja, super cool. Ja, danke fürs Kompliment. Aber ich finde, Gerne. gebe ich gern zurück, weil das Danke. ist, weil ich habe es auch zweischneidig gemacht. Ich hatte, nein, das ist das Krasse, das mit der Videogeschichte, ich habe gedacht, komm, ich filme das einmal fertig. Und dann hatte ich das mit Ferdi, der hat mich so ein bisschen supportet. Und er hat dann gesagt, wenn du Video machst, dann muss ich das vom Ton unterscheiden. Und du hast zum Beispiel von dir, das wäre meine nächste Frage hinterher gewesen, darf ich von dir Material verwenden und das Ja, einblenden? Und das habe ich absolut. diese Videofolge von Damien hat extrem lange gedauert, weil ich das Material raussuchen musste, die besten Szenen raussuchen musste, dass das Video nicht langweilig ist. Das Problem ist, das Interview ging 1,5 Stunden und wenn du es schon siehst beim Video, das geht 30 Minuten auf YouTube, ah nee, das gucke ich mir morgen an. Und deswegen dauert das immer lange, aber der Inhalt, der da drin ist, genauso wie jetzt gerade, ist extrem
hoher Content-Level und ich habe jetzt in diesen ganzen Podcast-Folgen selber extrem sau viel gelernt, weil wenn man sich nur mit Leuten, wie du sagst, auch unterhält, die Ahnung haben, die auf dem gleichen Level sind, dann macht das voll Bock. Also ja, absolut, das ist ja nicht nur Arbeit jetzt hier, das macht ja Spaß. Also ich könnte mich auch mit dir beim Bier sitzen, beim Bier trinken sitzen und würde genauso viel Content drüber kommen. Also von daher, aber cool. Danke, danke, danke. Hast du gerne. Hast du noch was auf dem Herzen, was du gerne noch sagen möchtest? Sonst kommen wir zum letzten Teil. Also ich glaube, bin gerade schon ziemlich viel losgeworden. Insofern behaupte ich jetzt einfach mal nicht. Ich werde es im Nachhinein bereuen. Ich kann dir nur so viel sagen, es wird entspannter für dich, hier bei uns was rauszusuchen, weil wir haben echt nichts Langes. Also du denkst in Sachen bei uns in die Musikvideos, die halt irgendwie 2 bis 4 Minuten gehen. Aber wenn du so im Bereich Commercials unterwegs bist, gerne übrigens auch, check mal eher Vimeo aus. Also die Videos, die sind ja auf unserer Seite über Vimeo eingebunden. Aber das nächste Update der Seite kommt erst in ein paar Wochen. Sind 2, 3 Videos noch nicht drin, glaube ich. Also wenn du eher auf unserem Vimeo-Kanal unterwegs bist, wirst du mehr finden auf jeden Fall. Die ganz alten Sachen kannst du gerne eher überschauen. Und da müsste auch alles runterladbar sein. Also. Ja, das krieg ich hin. Aber für alle anderen, die zuhören, Boxfish bei Vimeo eingeben. Ich habe von ganz vielen gehört, die Suchfunktion bei Vimeo ist Katastrophe. Und YouTube ist da viel besser, obwohl die mittlerweile mit ihrem blöden Algorithmus. Das Krasse ist, also ich fand YouTube, muss ich sagen, vorher besser. Jetzt wird mir immer der gleiche Quatsch angezeigt. Also wenn ich einmal über irgendein Thema was mir angeschaut habe, da kriege ich immer über das gleiche Thema, wo ich sage, ja, aber heute interessiert mich das Thema jetzt nicht. Also ich will, naja, egal, anderes Thema. Also, ganz am Schluss, schnell Fragerunde. Und ich möchte gerne, dass du einfach, ich muss immer dagegen anschreien, es tut mir so leid, die folgenden Sätze einfach ergänzt. Deine 3 besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Die Recherche, Vorbereitung steht vor allem und Story is King mit Location. Das waren 4, aber ist gut, machen wir ein Plus Story raus. Story und Location sind King. Nein, ist super cool. Ja? Nein, umso mehr, umso besser. Ist das schon cool. Deine Wunschkamera ist? Absolut projektabhängig. Sollte einfach keine Probleme machen. Ein Werkzeug muss funktionieren, egal was es ist. Dein Lieblingsbuch ist? Ziemlich alles von Haruki Murakami. Oh Gott. Japaner. Haruki Murakami oder Naokos Lächeln zum Beispiel. Also es gibt ein paar gute von denen. Aber der hat das auf Deutsch geschrieben oder kannst du Japanisch? Ganz lustige Sache, ja. Also nee, der hat eine spezielle Technik. Der schreibt die Bücher auf Englisch und übersetzt sie dann erst ins Japanische. Deswegen hat er auch einen sehr interessanten Sprachstil. Finde ich persönlich sehr cool. Und die Bücher gibt es auch auf Deutsch. Also ich kann kein Japanisch, leider. Ja, schick mir mal einen Link. Ich bin mal gespannt, ob ich da auf was raus... Und über was schreibt er so? Über so alltägliche Dinge, oder? Ja, es sind... sind relativ, also die Storys sind immer relativ trist eigentlich und kaum vorhanden, aber auf eine fesselnde und auf eine spannende Art und Weise. Also der schreibt jetzt nicht über nichts, aber es sind schon sehr alltägliche Sachen und hat meistens mit Menschen zu tun, die sehr, die irgendwie ein bisschen vor dem Nichts, aber so in mit 30er Jahren irgendwo sind und nicht genau wissen, wohin mit dem Leben oder einfach einsam sind. Und also ich finde sehr, sehr schöner Stil und sehr, sehr schöne, berührende Geschichten ohne zu viel Extravaganzen. Also nicht aufgepustet. Klingt sehr interessant, ja. Ich habe leider auf meiner Wunschliste noch 1000 Bücher draufstehen, aber kommt da mit drauf, bestimmt. Dein Lieblingszitat heißt? Es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Geil. In 5 Jahren werden Videos? Wesentlich mehr Plattformen zum Konsum haben. Ja. Vielleicht nicht das, was du hören wolltest. Nein, ich bin immer gespannt. Das heißt, neben Vimeo und YouTube wird es noch andere Konkurrenten geben, oder was meinst du? Das definitiv und ich glaube auch andere, also wirklich mediale Arten Richtung 3D-Screens, dieses Red Hydrogen One Phone zum Beispiel, sowas in die Richtung, das ist noch nicht ausgereift, aber da schauen wir mal, was kommt. Ich meine jetzt auch gar nicht Netflix und Konkurrenten, sondern wirklich neue Medien, also neue Abspielmedien, neue Rezeptionsmöglichkeiten jenseits von, ich setze mich vor den Bildschirm oder habe mein Handy in der Hand. Also ich glaube sowieso, die Hardware wird stark zurücktreten. In 5 Jahren vielleicht noch nicht so stark, aber in 10 definitiv.
Ich habe letztes Mal auf Facebook war eine Werbung von einem Armband, was ein Video auf den Arm projiziert hat, was der Bildschirm des Displays war vom Handy. Und damit konnte man auch Videos gucken. Das war eigentlich von der Idee, das war einfach nur eine LED und die hat quasi von dem Armband das Video auf den Arm projiziert. Von der Idee her eigentlich voll geil, wo ich mir denke, ja, das wird die Zukunft sein. Also das Ja, ist absolut. wirklich so. Und Ja, ja, ich glaube. Apple sagt ja auch, fand ich relativ spannend, ich weiß nicht, ob es jetzt der aktuelle CEO war, Tim Cook oder Steve Jobs davor, sie haben ein MacBook, damit du nicht so häufig an iMac musst. Es gibt das iPad, damit du nicht so häufig ans MacBook musst. Es gibt das iPhone, damit du nicht so häufig ans iPad musst. Und die Apple Watch, damit du nicht so häufig aufs iPhone schaust. Und das ist ein interessanter Ansatz, weil da geht es nicht um die Hardware. Apple ist kein Hardware-Geschäft, Unternehmen. Es geht um den Content oder um die Software. Und deren Ziel ist es definitiv, die Hardware komplett zu eliminieren, was ich nachvollziehen kann, was der Weg dahin läuft ja. Also, ich denke auch später, ob das jetzt irgendeine Brille ist, die was projiziert, ob das irgendwas im Gehirn sein wird, hoffentlich nicht, oder irgendwas, was allgemein projiziert wird oder was man individuell sieht, das wird in den Vordergrund treten. Und da wird es vielleicht noch irgendein Wearable nehmen und wenn es ein Ring ist, den man anhat oder sonst was, der aber vollkommen in den Hintergrund dreht. Und Ja, das ist natürlich cool. für Video ein Thema, definitiv. In 5 Jahren, wie gesagt, na, aber in 10 schon. Ja, aber ich habe extra 5 Jahre, weil die Entwicklungsspanne ist ja nicht geradlinig steigen, sondern die ist ja exponentiell. Und das siehst du, wenn ich habe mal von der KMU eine Präsentation gesehen hier in der Schweiz und da hat er ganz klar gezeigt, wo der Fernseher, der Röhrenfernseher angefangen hat und wo wir heute sind. Und das war wirklich nicht eine gerade Linie, sondern es ging steil nach oben. Das heißt, diese ganze Entwicklung von der ganzen Technik, das ganze High-End, wenn du dir alleine schon überlegst, die letzten 5 Jahre. Du kannst es ja vergleichen mit dem iPhone. Vor 5 Jahren das iPhone und heute das iPhone. Ja, schon. Das ist der Hammer, was da abgeht. Und deswegen finde ich, würde ich auch jedem raten, der Videos macht, der Filme macht, leiht euch das Equipment, kauft euch das Nötigste, aber leiht euch das Equipment, weil Es ist dieser. ein Grab für Geld. Ja. Genau, weil ich meine, Ja. es verliert nicht viel an Wert. Wenn du jetzt hier heute eine Red kaufst oder so, der $50.000 hast du immer noch an Wert für die Red, weil du kannst sie ja auch aufmotzen, du kannst den Sensor tauschen oder je nachdem auch die 5D Mark III, die kannst du auch noch für 2.500, 3.000 € verscherbeln. Das verliert nicht wirklich an Wert, aber es ist totes Kapital, wenn die Qualität immer steigt und du kommst einfach nicht hinterher. Wenn der Kollege schon, sage ich jetzt mal, der letzte Schnitt war ja Full HD auf 4K. 4K hat sich noch nicht so ganz etabliert in allen Wohnzimmern. Das wird, glaube ich, noch so 2 Jahre dauern, Ja. dann hat das jeder. Und dann geht die nächste Spanne los. Ich weiß, die testen jetzt gerade in Tokio schon den ersten 8K-Fernseher. Ich glaube, das, was du angeschnitten hast, dass der dann auch wirklich 3D kann, ohne dass du eine Ja. 3D-Brille hast und sowas alles, ist, glaube ich, das, was du gemeint hast vorhin, oder? Ja, genau, ja. Und da wird dann, glaube ich, auch die Reise hingehen. Also das mit dem 3D und so, das Nee, wird immer mehr. die Industrie gibt es vor, wo die Reise hingeht, auch mit dem Kino. Ich meine, das ist ja alles eine Geldmacherei. Also das, was sich verkauft, wird entsprechend gepusht. Und klar wird es irgendwann 16K geben, es wird dann auch keiner brauchen, aber es wird es geben. Ich meine, Aufnahme ist eh und irgendwann Medien, wenn du es hast, weißt du, wenn es dir leisten kannst und wenn du es haben kannst, warum nicht? Ja gut, auf der anderen Seite, das, was, hast du recht, was verkauft wird, das wird gemacht. Aber auf der anderen Seite, was die Nachfrage auch ist. Also die Unternehmen machen genauso wie wir auch dieses Split-Test, die testen A und B und was besser funktioniert, wird einfach verkauft. Und das wird einfach produziert. Und zum Beispiel damals haben sie von Apple hier da hast du den Namen hast du gerade rausgehauen. Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein. Steve Jobs. Den haben sie auch ausgelacht. Dann haben sie auch gesagt, was willst du Spinner denn? Und ich meine, er ist jetzt leider Gottes tot, aber der hat viel erreicht, finde ich, in seinem Leben. Das ist Definitiv. so eine Figur, die bleibt. In allen Geschichtsbüchern bleibt die stehen. Also der hat. Ja. Ja, cool. Wir sind eigentlich am Ende. Und jetzt hau noch mal kurz raus, wie kann man dich denn erreichen? Deine Webseite heißt. Meine Website ist boxfish-film.de, boxfish allerdings mit SH, also Englisch geschrieben, das wird gerne verwechselt. Box wie Boxen und Fisch. Und ansonsten Color Grading wäre colorgrading-boxfish.de. Man findet sowohl Boxfish-Film als auch Alexander Draheim auf allen gängigen sozialen Netzwerken von Xing über YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter. Ich empfehle kein Twitter, da mache ich nicht wirklich was, aber. Man findet es, wenn man es sucht. Wenn man es nicht findet, dann findet man über die Google-Suche übrigens den Boxfisch, den gibt es wirklich, der Kofferfisch. Unglaublich geiles Tier, unglaublich lustig, unbedingt mal anschauen. Wem es kein Schmunzeln von den Lippen zaubert, der ist innerlich tot.
Das wäre die nächste Frage, woher kommt der Name? Aber das ist schon geil, ey. Das, Also leider nie live gesehen, aber von Bekannten gehört und ich dachte mir, da kann man so ein gutes Logo draus machen und so ein süßes Tierchen. Schau es dir an und du wirst es verstehen. Ja, das kommt rein, das kommt mit in die Ja, perfekt, Videoversion, das auf jeden perfekt. Fall. Das ist schon Aufmacher schlechthin, das ist schon voll geil. Jetzt hast du gesagt, du organisierst hier immer Films, brauchst du dann auch Praktikanten oder so? Und sollen dich bei dir Leute melden? Nee, Brauchst du nicht, du nee, brauchst mehr weil. Profis. Also, ich will, zum einen würde ich Praktikanten gerne angemessen bezahlen. Das ist aber genau das, was ich nicht tue. Also, angemessen bezahlen schon, aber was ich nicht tue, sind Festangestellte, was ähnlich ist. Und die meisten Praktikanten, die sich bei mir bewerben, die machen halt irgendwas zwischen, die wollen irgendwas zwischen einer Woche und 2 Monaten. Und das macht keinen Sinn, weil weder habe ich was von dem Praktikanten, noch hat der Praktikant sonderlich viel mitgenommen. Und wenn du Pech hast, hast du halt in diesen 2 Monaten keinen Dreh. Ja, Also, dann kannst du eben was. Ja. Ich nehme gerne Leute mit, die Bock auf Film haben, auch Studenten, die ich ja ein paar in der Vorlesung habe, und die sollen mir einfach eine Mail schreiben. Und dann ist es eher so, dass ich bei Projekten, wo es Sinn macht, noch jemanden mitzunehmen, wo sich's anbietet, den Leuten Bescheid gebe, hey, da ist was, hast du Bock mitzugehen? Also sowas gerne, das mache ich auch. Und wer dafür ein Zeugnis will, dem stelle ich dafür auch ein Zeugnis aus. Aber so wirklich Praktikum absitzen, dafür finde ich, ist zumindest bei uns oder in der Branche jetzt in der Größenordnung zu fluktuieren mit Aufträgen macht nicht so viel Sinn. Dann lieber projektbezogen und sagen, ich nehme lieber noch einen Dreh mit. Super. Ich danke dir, Alex, Ja, tausendmal ich für das danke dir. Interview. Es hat mir richtig Spaß gemacht, wirklich cool. Ich hoffe, wir werden das nochmal machen. Vielleicht Gerne, machen wir ja. eine Extended Version mit Marketing, weil das ist genau dein Fachgebiet, wo du dich auskennst. Und das ist das, was viele Leute nicht können, was viele Leute brauchen, wo die wirklich Hilfe für brauchen. Ja, gerne. Und ja, danke dir. Ich danke dir. Ciao. Ciao, mach's gut.